Heute hat hier beim DLR in Braunschweig die Halbzeitpräsentation für das Forschungsprojekt Sirene stattgefunden. Alle an dem Forschungsprojekt beteiligten Partner haben hier ihre Arbeitsschritte präsentiert. Und erstmalig konnten wir das, was Sirene ja ausmacht, dass wir mit Einsatzfahrzeugen, die mit Blaulicht in der Stadt unterwegs sind und dann die Ampeln so beeinflussen, dass sie über grüne Ampeln fahren, hier auf dem Testgelände in einer Teststellung live erleben. Was man sehen kann, ist, dass das Fahrzeug kontinuierlich die Information an eine Zentrale, hier unseren Smart Traffic Center, sendet. Die Informationen verarbeitet werden, um die optimale Grünschaltung zu ermöglichen. Das Fahrzeug wird dann rechtzeitig bevorrechtigt und kann hier über die Kreuzung dann sicher rüberfahren. Das Projekt Sirene hat Halbzeit. Die Grundlagenarbeit ist gelaufen. Wir planen derzeit die Ampeln in der Stadt Braunschweig auf dem Ring von der Hauptfeuerwache bis Richtung Weststadt mit den entsprechenden Technik auszustatten, sodass wir dann ab Jahresende 2019 auch wirklich im Echtbetrieb dieses neue Ampelbeeinflussungssystem live testen können. Die heute hier gezeigten Ergebnisse lassen mich frohen Mutes sein, dass das ein Erfolg wird und wir zukünftig noch schneller und sicherer zu unseren Einsatzorten kommen. Und das ist ja ein weiteres Ziel, was wir mit dem Projekt Sirene verfolgen, die Verkehrsbeeinflussung für die anderen Verkehrsteilnehmer, die ja doch durch unsere Verkehrsbeeinflussung, die wir im Moment im Nahbereich der Feuerwachen haben, massiv beeinträchtigt werden, dass wir diesen Einfluss reduzieren und für weniger Verkehrschaos im Braunschweiger Stadtgebiet sorgen.